Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 18. Das ist der Antrag der Fraktionen der CDU, Bündnis 90, die Grünen, der SPD, der AfD, der Freien Demokraten und die Linke betreffend die Immunität von Abgeordneten des Hessischen Landtages, Drucksache Nummer 2025. Hiermit ist beantragt, auch für die 20. Wahlperiode die generelle Einwilligung zur Durchführung von Ermittlungsverfahren gegen Abgeordnete und zur Durchführung bestimmter Maßnahmen der Beweissicherung und anderer Maßnahmen zu erteilen. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Antrag der Drucksache 2025 angenommen.